Erfährt ihn? Kann ich ihn noch steuern? Ja! Oh, geil! Oh, ich freue mich schon wieder. Ich kann diesen blöden Drachen steuern. Zerstörung! Zerstörung! Ja! Yeah. Ja! Yeah. Das Feuer sieht einfach nur Zerstörung. Aus wie Rauch. Ah, ich vernichte euch alle! Wow, hoffentlich ist das Auto nicht asynchron. Wenn wir schon seit 14 Minuten aufnehmen. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Hoffen wir einfach nicht so. Zerstörung! Wie toll sich freut! Oh! Münzen! Münzen! Oh, cool. Boah, gleich 3 Level. Hoch hinaus, auf Retrogramm. Willkommen zurück! Zu Captain Todd Treasure Tracker. Ja. Let's play. Hi! Hallo! Wir sind umrandet. Warum sind wir auch hier? Ja, auch hier. Wir sind umrandet. Ja, weil das Retro ist. Weißt du? Wow! Das ist nicht Retro. Das ist tot. Ich glaube, du kannst wahrscheinlich auf der anderen Seite rausfallen. Ich kann da nicht rausfallen. Ich bin Captain Todd. Captain Todd. Du kannst nicht mal hüpfen. Wer muss denn bitte hüpfen? Hüpfen ist für Anfänger. Wie krieg ich das Ding da auch? Dreh doch mal. Will ich da überhaupt rein? Dreh doch mal. Ja, ich will da rein. Dreh doch mal auf die andere Seite. Ja, dann kannst du schon mal sehen, was du verpasst hast. Wie? Was ich verpasst habe? Ja, unten vielleicht. Wie, habe ich unten was verpasst? Nee, oder? Oh Gott! Du musst raus und dann da unten rein. Bist du unten auch mal? Hab ich alles? Weiß ich nicht. Da sind Viecher. Toll. Aber das Diamant. Okay. Mit den Viechern. Geht zu überhammern müssen. Ich muss. Hä? Scheißen direkt. Du musst, wenn sie gerade durch sind, dann schnell. Ich bin gut. Retro! Und jetzt runterfallen. Und dann du raus. Ah, du. Du. Ah, du kannst dich katapultieren. Echt? Voll geil. Biu! Richtig cool. Oh Gott. Ich liebe dieses Spiel. Cool Stuff? Ja, so ein bisschen. Na. Mützen! Oh, das ist. Ist das nicht Spike? Aus Mario Party? Ja. So ein Assi! Was das für ein Arschloch ist! Sehr gut. Kannst du den nicht festhalten? Haha! Musa! Hey, Spike ist voll kacke. Okay, hier geht's runter. Für gar nichts. Und da unten ist ein Diamant. Da kann man doch durch, wenn du eine Hacke addest oder so. Hä? Geh mal da hoch, die Treppe. Aber ich will den Diamanten. Ja, vielleicht kriegst du den noch. Und wenn da eine Hacke drin ist, vielleicht. Oh, ich habe Angst. Da ist ein Hunter drin. Gib! Muss ich hin? Du musst jetzt drehen auf jeden Fall. Und dann nach links. Ja. Hat nicht genug gehackt. Na egal, wenn man genug Diamanten verpasst. Ja, und dann springen wir jetzt. Hey, kannst du nicht, kann ich nicht einfach festhalten, du läufst vorsichtig an ihm vorbei. Und dann? Du kannst ja auch jetzt hinspringen zum Sterben. Trio. Naja, wir haben einen Diamanten. Ja, komm, ein Diamanten besser als kein Diamanten. Das stimmt wohl. Ja, natürlich stimmt. Alle Blöcke zerstört. Fast. Planet der Drehscheiben. Oh, das hört sich kompliziert an. Möchtest du spielen? Nein. No.
Außerdem spielen wir Captain Todd, ne? Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, das hat mit Laufen zu tun. Ja, hat es. Das ist nicht Captain Todds Stärke. Das ist witzig. Aber weißt du, was Captain Todd Stärke ist? Röhren. Geld. Das ist ein Diamant, den holen wir uns jetzt. Pass auf, dass er nicht runterfällt. Oh, das ist voll die Todesklippe! Wenn du das nicht erwischt. Was? Ja, wenn du diese Klippe nicht erwischt, dann fällst du da volle Kanne runter. Oh. Das ist ja voll kacke. Das ist irgendwie voll entspannend. Ja, aber ich weiß noch nicht genau, wie es funktionieren soll. Ich glaube, wir verschieben da unten irgendwas noch. Ich glaube, irgendwas ist mit diesen blauen Häuschen noch. Weißt du? Ne. Hä? Achso. Ach so, wir müssen die blauen Häuschen hier einfach so hinstellen, weißt du? Ja, sag ich doch. Dass wir darüber gehen können. Wir haben erst einen Diamanten. Irgendwas auch noch mit der gelben Röhre und der roten. Die Frage ist, wie wir da rankommen. Da unten sind so Wolkenkissen. Kannst guck mal das von unten an, das Level? Kann ich nicht. Du kannst das nicht. Geht nicht, geht nur bis dreh mal, guck mal einmal her. Guck mal, da ist doch noch so ein... Da ist doch auch noch so ein Todd. Ich weiß, hab ich schon gesehen. Und wie kommen wir denn in die roten Röhren? Erstmal mit der gelben einmal mitfahren. Die auch noch nicht, oder? Doch. Dann ist hier bestimmt irgendwo ein, so ein... so ein P-Schalter. Ja, oder wir bauen erstmal den Weg zum Stern. Vielleicht fällt uns ja auf dem Weg dann was ein. Du hast den Tod gefunden, den ich gemeint habe. Das ist ein Diamant. Aber wenn ich darauf gehe, wieder sterbe ich doch. Nein. Ja, dann mach doch, wenn du meinst, dass du es besser kannst. Natürlich kann ich das besser. Nein. Münzen! Riskier sein Leben für Münzen. Wir müssen uns ja auch mit dem Charakter identifizieren. So. Das war zu weit! Ja. Was das für eine Präzisionsarbeit ist. Da kann ich nicht einfach drehen. Das ist asozial. Und dann kommt so ein Häuschen. Ich warte immer noch auf den Geistesblitz. Ja. Also, wie man zum Stern kommt, ist klar. Aber wie kommt man zu den Diamanten? Ich weiß, wie man zu den Diamanten kommt. Wie denn? Das ist total einfach. Ja, wie denn? Das ist total einfach. So! Nein! Schade! Ah, ich hab's rausgefunden. Du bist aber gestorben! Ja, Kollateralschaden. Die erste Diamant war ja noch sehr logisch. Deswegen kleben die auch so an der Plattform. Das ist ein Hinweis, ne? Du hast selber so geholt, weil Münzen.
Yeah. Du warst zu sehr auf Münztrip. Machen wir weiter. Ich bin so mehr der Mann für die Konzepte. Ah, nicht ja. So für die Umsetzung. Scheiße. Nur du. Oh Gott. Ist das Level schwer? Eigentlich ist es gar nicht so schwer. Hä? Ach, ich dachte schon. Goldpilz. Und wie kommt man da? Oh geil, das ist geil. Das ist geil. Was denn? Das ist geil. Da hab ich jetzt richtig Bock drauf. Ach, deshalb ist da die Klippe des Todes. Ist das geil. Das ist so witzig. Das ist voll das coole Level. Das ist so witzig. Nein! Das Loch mal. Komm schon! Quetsch dich rein! Los! Du schaffst das! Quetsch dich rein! Los! Ja, allein wie kann ich alles so angenehm wie möglich haben? Okay. Er läuft echt voll dämlich. Er macht seinen Mund immer so komisch beim Laufen. Jetzt. Erstmal Lampe an. Jetzt geht's in eine Höhle, Lampe an. Okay, steig auch richtig aus. Ich glaube, sonst haben wir ein Problem. Es ist wie so ein Paternoster. Ja. Gib mir einen Diamanten. Wieso macht er denn? Wenn du dich daneben stellst, dann legt er sich irgendwann auch hin. Ja, soll ich jetzt nochmal runterlaufen? Nein! Kann ich aber. Das wird's aber nicht. Okay. Dann müssen wir das jetzt noch irgendwie gerade machen. Oh, haben wir es doch souverän gelöst. Ich mach's sogar einen Turm, wenn man es geschafft hat. Ich will nicht weitermachen. Nicht weitermachen. Du hast es gelöst. Und jetzt ganz schnell rüberrennen. Boah. Also war der Goldpilz, oder? Ja, auf jeden Fall. Es ist immer der Goldpilz. Ja. Sehr gut. Direkt mit Stempel. Und wir haben einen Münzrausch. Wir müssen fest. Und spielen? Ich weiß nicht mehr genau, wie das ging. Findest du schon raus? Ja, toll. Ah, du kannst wieder aussuchen, also was du haben willst. Ich nehme Hacke, oder? Nee, nee. Hacke ist am besten. Einfach lauf! Oh, da unten ist voll der Schatz. Ja. Oh. 149 ist voll schlecht. Rekord von 300. Okay. Oh, das war mein. Ich glaube, das ist einfach mein Lieblingslevel. Ich bin irgendwo dran. Türkische Geistergalerie. Ich weiß, türkische Geistergalerie gelesen. Ja. Hier. Ja. Tötet das Mikrofon. So, das machen wir Überlänge, glaube ich. Guck mal! Oh Mann! Das ist doch unfair! Was soll das denn? Oh Gott! Tödliches Todeszeug! Ich will aber die Münzen haben. Du sollst dich beeilen, denn du bist leicht tot. Das ist eine Lippe. Also das Spiel, obwohl es halt so langsam ist, es hat mega einen Spannungsbogen. Ja, man wird einfach so nervös und... Und dann kommen die Fehler.
Hä? Ja, da kommst du bestimmt noch an. Jetzt renn. Das ist ein super Tipp. Wie wär's mit Drehen? Ne. Drehen ist was für Loser, ne? Drehen ist was für mich. Guck mal, du kannst einfach zum Stern laufen. Oh, das Level ist so einfach. Wo sind bloß die Diamanten versteckt? Shit. Boah. Wie sie alle läuft. Brauche ich einen Ramso-Modus spielen oder nicht? Nein, ich glaube, das ist kompliziert im Ramso-Modus. Und stirbt schon gleich. Ja, man sollte nicht immer so schnell in Panik geraten. Aber es fällt so schwer. Stirb schon. Bitte! Danke. Was sind das denn für Viecher? Das ist keine Hasenbahn, war mir klar. Oh Mann! Was ist das denn hier wieder? Ich glaube, gleich bist du tot. Hey, so ein Gefühl habe ich echt. Oh Gott! Krieg den Diamanten nicht. Scheiße. Ey, dieses Level. Dieses Level. Ach, wir müssen es nochmal probieren. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann bist du dran. Ich krieg doch Panik. Bin dann so, dann renne ich einfach durch. Ich glaube, das ist auch so ein Durchrennen-Level, ne? Das Ziel ist bestimmt alle Geister töten. Kann ich mir nicht vorstellen. Kein Schaden dann auch oder so. Die Geisterwälder, ne? Dass du Zeit hast, auf die Bilder zu gucken. Bitte! Bitte! Es laufen zwei Hinterbilder. Die Geister verschwinden immer irgendwann, ne? Ja, in dem Giftsumpf. Achso. Das reicht doch auf das Ganze. Ja. Was ist das denn hier überhaupt? Nein! Ist auch scheiße, dass die nicht sterben, wenn die einen töten, weißt du? Okay, ich krieg den Diamanten, ne? Na, ist ja egal. Du stirbst nicht wieder. Scheiße. Ich hab voll Angst. Hier geht's los, ne? Nein, wer baut sowas Böses? Du willst so einen Stern haben, auf einmal kommt so ein giftiges Gift. Das ist so ein sich so langsam spielendes Spiel, so eine Spannung. So eine Spannungsbogen aufbauen kann, ist schon krass, ne? Ja. Aber ich glaube, ich bin ganz. Ich wusste nicht, dass man da runterfallen kann. Hä, was ist das? Das ist der Hilfebonus für noch zu verkackt. Jetzt bist du unsterblich. Das ist ja voll cool. Jetzt kann dir kein Geist mehr davon kommen. Das heißt, du musst alle Diamanten sammeln. Nein. Doch. Ich schaff das eh nicht, ich fall doch in die Lava. Das ist nicht mal Lava. Wie lange hält das? Immer. Das ganze Level durch. Ja. Das hatten wir doch schon in diesem Röhrenlevel, wo ich zu blöd für war. Diamanten kriegt, oder? Hast du ihn gekriegt?
War noch gar nicht, oder? Ich bin gerade voll verwirrt. Das Level ist so stressig. Und da sieht man keine Informationen. Oder eine Diamanten sind dran. Drei, oder? Von dem Level? Nee, von allgemein. Ja. Das ist der letzte jetzt aber mega lang, oder? Ja. Ich muss mir sagen, wenn du irgendwie siehst, dass man von den zweiten, wenn man an den zweiten Diamanten kommt. Ich weiß es nicht. Weil der erste ist ja relativ einfach. Der zweite geht aber. Ich weiß nicht, wie man den. Ich weiß nicht, der zweite genau. Und natürlich den dritten. Hey, jetzt ist da so eine Ebene. Ja. Man kann da stehen bleiben, oder? Irgendwie? Ja, man hätte da stehen bleiben müssen. Aber den Moment musst du erstmal haben. Jetzt fahr schon runter, du Scheißblöcke. So. Jetzt fahr schon hoch. Das war jetzt irgendwie witzlos. Was führt das denn? So, ja, hier Spannung von wegen so vielen Gegner, ne? Ja. Und überweise können die Gegner mir gar nicht. Ich hab Hunger drin benutzt hier erfüllt. Ja. Ja, aber das ist ein bisschen witzlos mit dem Unbesiegbarkeitsding, ne? So, erster, letzter Diamant. Boah, schon wieder voll viel Level. Aber... Mit Rekord 0. Sehr gut. Ja. Die nächsten Seiten gucken wir uns im nächsten Teil an. Ja, das tun wir. Ja, das tun wir.